Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor gerade einmal 5 Wochen hat die CDU-Fraktion unseren Antrag für eine realitätsbewusste und verantwortungsvolle Asylpolitik einstimmig abgelehnt. Jetzt bringt sie einen eigenen Antrag ein, der exakt die gleiche Zielsetzung verfolgt und bis in die Details hinein ähnliche Forderungen erhebt. Die CDU schlägt unter anderem vor, ich zitiere, eine vorübergehende Zuzugsbegrenzung bei den Asylbewerbern durch die Einführung von Binnengrenzkontrollen zu den europäischen Nachbarländern zu gewährleisten. Gut so. Das gehört seit Jahren zum Kernprogramm der Alternative für Deutschland. Sie wollen eine Harmonisierung der Sozialleistungen in der EU, um eine Sogwirkung auf Deutschland zu vermeiden. Glückwunsch, liebe CDU, endlich haben auch Sie verstanden. Ich zitiere aus unserem Antrag vom Januar. Der Landtag stellt fest, dass die derzeitige Ausgestaltung des deutschen Asylrechts in Verbindung mit dem nahezu unbeschränkten Zugang zu weit überdurchschnittlichen Sozialleistungen erhebliche Migrationsfehlanreize schafft. Sie wollen, dass dem Sachleistungsprinzip für Asylbewerber der Vorzug gegenüber Geldleistungen gegeben wird. Wir haben gefordert, die Asylbewerberleistungen in Rheinland-Pfalz auf das zulässige Minimum zu reduzieren und wenn möglich in Form von Sachleistungen zu erbringen. Sie wollen, dass die Landesregierung Asylentscheidungen konsequent umsetzt und diejenigen, die keinen Aufenthaltsstatus erlangen, in ihr Heimatland zurückführt, sofern keine besonderen Hinderungsgründe vorliegen. Bei uns hieß das, die kommunalen Ausländerbehörden sind anzuweisen, einen Duldungsstatus nur in begründeten Ausnahmefällen zu erteilen und in der Regel die schnellstmögliche Abschiebung der ausreisepflichtigen Personen anzustrengen. Die Liste solcher Übereinstimmungen ließe sich um viele weitere Punkte fortsetzen. Ich nenne hier nur die Stichworte erhebliche Belastungen der Kommunen durch fehlende Wohnraumkapazitäten, zusätzlich zu schaffende Plätze in Kitas und Schulen und die Herausforderungen durch soziale Betreuung und Gesundheitsversorgung, die hohe Zahl an vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und nicht zuletzt die Forderung, unsere begrenzten Ressourcen für die tatsächlich von Krieg oder politischer Verfolgung bedrohten Menschen zu verwenden. Ihr Antrag, meine Damen und Herren von der CDU, ist jedoch nicht nur eine weitgehende Übernahme der von der AfD seit jeher vertretenen asylpolitischen Agenda. Er bedeutet auch eine radikale Abkehr von der Asylpolitik der Ära Merkel. Klammheimlich distanzieren Sie sich hier von dem, was Ihre eigene Partei 6 Jahre lang angerichtet hat. Massenhafte illegale Einwanderung aus uns völlig fremden Kulturen, zunehmende Überlastung unserer Sozialsysteme, steigende Kriminalität, Parallelgesellschaften und vieles andere mehr. Davon wollen Sie jetzt nichts mehr wissen und versuchen sich angesichts der nicht mehr zu leugnenden Probleme aus der Verantwortung zu stehlen. Dabei setzen Sie einmal mehr auf die Vergesslichkeit der Wähler und hoffen, dass niemand diese Scheinheiligkeit bemerkt. Meine Damen und Herren, Kollege Herbe hat im Januar zu Beginn seiner Rede festgestellt, die Union arbeite aus einer anderen Geisteshaltung als die AfD. Und in der Tat, wir haben eine andere Haltung als die CDU. Wir als AfD haben auch im Asylbereich immer für eine Politik der Vernunft im Interesse unserer Bürger und unseres Landes gekämpft. Die Haltung der CDU dagegen bestand darin, dass Frau Merkel die Schleusen geöffnet hat, dass eine christdemokratisch geführte Bundesregierung Millionen illegal ins Land gelassen hat und dass unionsregierte Bundesländer diese Politik bis heute fortsetzen. Sie haben die Probleme erst herbeigeführt, dann verleugnet und sich selbst in der Opposition immer wieder der Asylpolitik der Ampel angebiedert. Ihre Haltung ist eine Haltung des Wegschauens, des Verdrängens und vor allem der folgenlosen Sonntagsreden. Und deshalb haben wir wirklich eine andere Haltung als Sie. Aber wenn es Ihnen jetzt wirklich ernst ist mit einer neuen, einer besseren Asylpolitik, dann beweisen Sie das, indem Sie den Schulterschluss mit denen suchen, die unser Land vor den katastrophalen Folgen einer anhaltenden, ungesteuerten Zuwanderung bewahren wollen. Solange Sie sich dem verweigern, sind Sie mitverantwortlich dafür, dass Rote und Grüne unter tätiger Mithilfe der FDP ihre verhängnisvolle Zuwanderungsagenda weiter vorantreiben können. Wenn sich nichts Grundlegendes ändert, werden wir in diesem Jahr mehr Asylzuwanderung haben als je zuvor.
Dazu kommen demnächst zahllose sogenannte Klimaflüchtlinge aus aller Welt, von deren Aufnahme die Ampel schon jetzt spricht. Bundesinnenministerin Faeser erklärt, Asylmigranten seien kein Problem für den Wohnungsmarkt. Und SPD-Kollege Stein beruhigt Schüler in Hagesheim, an Geld für all das mangele es nun wirklich nicht. Meine Damen und Herren von der CDU, stoppen Sie diesen Wahnsinn gemeinsam mit uns und mit allen vernünftigen Kräften, bevor es zu spät ist. Wir stimmen Ihrem Antrag gerne zu. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, Sie wissen natürlich, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht durch unser Asylsystem laufen. Insofern, wenn Sie von einer hohen Anerkennungsquote sprechen, dann sind die Menschen aus der Ukraine da überhaupt nicht inkludiert. Und Sie wissen auch, das haben Sie im Ausschuss selbst gesagt, dass die Zahlen hier rückläufig sind. Das heißt, was wir im Moment an einem Anstieg an Asylzuwanderung haben, sind nicht die Menschen aus der Ukraine schuld, sondern das sind die Flüchtlinge, die aus aller Welt nach wie vor und in immer größerer Zahl nach Deutschland kommen. Sie haben sich hier zum wiederholten Male auf gesetzliche Regelungen zurückgezogen. Das ist zunächst einmal korrekt und niemand wirft Ihnen vor, dass Sie sich hier nicht an Recht und Gesetz halten. Aber genau dort liegt doch das Problem. Wenn wir feststellen, und das ist ganz, ganz offensichtlich so, dass Gesetze dysfunktional sind, dass die nicht mehr den Zweck erfüllen, zu dem sie einmal gemacht worden sind, dann muss man diese Gesetze ändern. Es hat doch keinen Zweck, hier eine Vogel-Strauß-Politik zu betreiben, so zu tun, als ob alles rundlaufen würde und den Status quo einfach beizubehalten. Und es ist natürlich auch nicht so, wie Sie sagen, dass die Bundesregierung an diesen Dingen arbeiten würde. Ganz im Gegenteil, es ist doch gerade die Bundesregierung, die auch auf europäischer Ebene permanent auf der Bremse steht, was diese Fragen betrifft. Die Italiener, die Ungarn, aber auch die Dänen und die Schweden und andere sind längst dabei, sich hier neu aufzustellen. Nur Deutschland spielt den Geisterfahrer in der Asylpolitik. Und dafür ist Ihre Ampelregierung in Berlin verantwortlich und niemand sonst. Es kann nicht sein, dass Sie sich auf Gesetze beziehen, deren Änderung verweigern und ansonsten die Missstände verwalten und die Probleme verteilen. Verteilen zu Lasten unserer Kommunen, zu Lasten unserer Bürger. Das ist schlichtweg eine verantwortungslose Politik, die wir seit Jahren hier anprangern und die endlich beendet werden muss, meine Damen und Herren. Und es ist nicht allein mit Geld getan. Natürlich können Sie jetzt noch einmal in den Landeshaushalt greifen. Übrigens Steuergelder unserer Bürger, die Sie hier verwalten und vergeben. Aber mit diesem Geld sind doch die Probleme in den Kommunen nicht gelöst. Geld baut nicht von heute auf morgen Unterkünfte. Geld baut nicht von heute auf morgen Schulen, schafft schon gar keine Fachkräfte, die in allen Bereichen erforderlich sind. Das kann und wird so nicht funktionieren. Und auch deshalb ist diese Politik völlig verantwortungslos, die Sie hier betreiben. Vor allem aber können Sie eine Frage nicht beantworten, Frau Ministerin. Wie soll es denn weitergehen? Selbst wenn Sie jetzt noch einmal vorübergehend die Probleme ein Stück weit beheben. Sie sagen ja selbst, die Flüchtlingsströme werden nicht abreißen, sofern man nicht die Rahmenbedingungen an den europäischen Außengrenzen, auch an den deutschen Grenzen, verändert. Dann werden wir in diesem Jahr, im nächsten Jahr und die kommenden 10 Jahre weiter einen solchen Zustrom haben. Was wollen Sie denn damit machen? Wollen Sie auch diese Menschen weiter hier im Land verteilen, ohne ernsthaft zu prüfen, ob sie wirklich ein Bleiberecht in Deutschland und in Rheinland-Pfalz haben? Auf diese entscheidende Frage haben Sie keine Antwort, meine Damen und Herren. Und deshalb kann ich nur noch einmal sagen, es freut mich in der Tat, das sage ich ganz ehrlich, dass auch die CDU-Fraktion offensichtlich jetzt verstanden hat, vor welchen Herausforderungen wir stehen und dass es nicht damit getan ist, die Augen zu verschließen und einfach so weiterzumachen wie bisher. Vielen Dank.